Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von World of Tanks. Ich sitze hier in der Matilda 4. Ein Panzer, den ich... Also mein erster Premium-Panzer war das. Ein Panzer, den ich nicht sonderlich mag. Also ich habe nicht gerade so viel Erfolge mit dem Panzer gefeiert. Fahre ihn nicht gerne. So wie ich weiß, ist die Original-Matilda 10 mal besser. Mindestens, wenn nicht sogar 11,5 mal. Das große Problem, was dieser Panzer hat... Dieser Goldpanzer hier ist, dass er Tier 5 ist und nicht Tier 4. Dann wäre er wahrscheinlich ganz gut, aber als Tier 5er, naja. Eine Besonderheit an diesem Panzer ist ja eigentlich ein britischer Panzer. Er ist aber hier im sowjetischen Baum angelegt. Das liegt daran, dass die Briten den Sowjets einmal ein paar Panzer geliefert haben von dieser Sorte. Und deswegen taucht er im sowjetischen Baum auf. Wir haben mit normaler Munition einen Durchschlag von 86, mit Gold einen von 102. Finde ich nicht sonderlich viel. Aber, ja, reicht trotzdem hier und da. Ich bin aber immer ein Freund davon, mehr ist besser. Und das ist nicht genug. Aber für so einen Skoda da vorne, ob der fährt unten rum. Gut. Wenn ihr das so wollt, fahre ich auch unten rum. Ihr trefft mich nicht, ihr trefft mich nicht. Du dai. Ja, lass mich mal vorkommen. Ist rot, brauche also nicht drauf schießen. Seht ihr? Der ging nicht durch. Kann ich hier schon auf Gold laden? Ich werde mal hier oben ein bisschen unterstützen. Wir sind auch nicht gerade der schnellste. Das KV-1S, ey. Ich würde gerne auf den OI schießen. Hat sich erledigt. Ja, und jetzt wird meine Hilfe hier auch wirklich gebraucht. Weiß ich, was hat so ein KV-1S da? Was hat der an der Rüstung? Da konnte ich mich gerade revanchieren, das ist gut. Tja, wenn ich schneller nachlade als du. Kann ich dich auch rausnehmen. T1 Heavy da oben, aber drei Artis. Also trotzdem vorsichtig sein. Ich fahre hier geradeaus weiter. Oh, T1 Heavy ist raus. Steht ein Stück. Müssen wir nur noch ein Stück zu sehen bekommen. So, ich will hier aber nicht als einziger vorfahren. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich hier nicht aufgehe. So, alleine fahre ich hier nicht vor. Meine Freunde. Da ist mir so eine Stuck da hinten und eine Su und eine Su wahrscheinlich noch zu viel. Kann ich gleich irgendeine Art hier einschlagen. So, und eigentlich müssen wir auch zurück zum Cap.
keiner von uns kann so weit gucken. Sehr gut, dass unsere Su da hinten die Seite gehalten hat. Das freut mich sehr. Ich vermute mal, dass da hinten irgendwo einer stehen wird. Ich werde jetzt aber nicht blind reinschießen, weil ich Angst habe, dass ich dann aufgehe. Ah, was haben wir hier alles? Jägerfahrzeug ausgeschaltet. Der ging voll durch ihre Panzerung. Oh, 4 Kills. Kann sich doch sehen lassen. Wirkungstreffer. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Der ging voll durch ihre Panzerung. Also entgegen dem, was ich euch eben gesagt habe, kann man mit dem Panzer anscheinend durchaus Erfolge erzielen. Aber oft geht mir das nicht so. Heute ist es aber so. So, ich fress einen Besen, wenn ich jetzt auch noch einen Krieger kriege. Schade. Schade, schade. Aber wir haben gewonnen, ordentlich Punkte gemacht. Was will man mehr? Ich habe auf die Auszeichnung gespannt. Ja, wir haben Großkaliber bekommen und die lese ich jetzt alle vor. Schläger haben wir bekommen, Duelland haben wir bekommen, Panzerbrecher haben wir bekommen, Kämpfer haben wir bekommen, Wirkungsfeuer haben wir bekommen, Sprengmeister haben wir bekommen und wir haben ein Überlegenheitsabzeichen der ersten Klasse bekommen. So, wir sind hier oben ganz an der Spitze mit 1158 Schaden und 5 Kills und wir haben 17.262 Credits mit nach Hause nehmen können. Wunderbar, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.